Wie heißt du und wo befindet sich dein Shop? Ich bin Gina und wir sind hier im Barbershop Zitzers. Zitzers ist einfach das Café, das wir hier sehen, und das ist kurz vor Chur. Dort wollen wir auch mal eine Skiferie vorbeifahren. Ja. Seit wann bist du Barbier? Im 2016 bin ich eingestiegen bei meinem Großvater. Dein Großvater hat den Laden, in dem wir jetzt sind, auch schon besessen? Ja. Das heißt, hier werden schon lange Haare geschnitten? Ja, seit dem 1968. Okay. Und seit dem 42 in der Kriegszeit hat er den oben im Dorf übernommen. Warum bist du Barbier geworden? Ich glaube, ich bin es schon immer gewesen. Ich habe schon als kleines Mädchen Bärte und Schnäuz geliebt. Ich mag mich erinnern, da war früher der Damensalon und der Herrensalon. Und es war ein dicker Vorhang. Hinten hat es nach Zigarren gestunken und vorne nach Durwellenwasser. Das war immer eine Erinnerung von mir. Ich habe dann halt Coiffeus gelernt, weil zu dieser Zeit sind die Barbershops leider fast ausgestorben. Meine Nene war eben noch einer von den alten Herrencoiffeuren und habe dann der Nene schon nach der Lehre 2005 gefragt, kannst du mir das zeigen? Ich habe schon immer allen mit dem Rasiermesser die Haare geschnitten. Und er war dort 93, hat immer noch geschafft. Und er hat bis 95 geschafft und ich bin dann mit ihm zusammen eingestiegen. Genau. Bist du glücklich in deinem Beruf? Ja. 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 Ich werde auch in meiner Nene 95 Jahre bis 95 arbeiten. Ist dir die Beziehung zu deinen Kunden wichtig? Ja. Darum muss man auch gut zueinander passen. Hm. Aber wenn es nicht passt, dann passt es. Dann kannst du noch so gut sein. Genau. Hast du Lieblingsprodukte? Bei der Haarfeier Omega Hair Tonics und Sea Salt Sprays, weil du schon mal eine coole Grundlage hast, die kannst du nicht schaffen und weil es immer natürlich aussieht. Das finde ich recht cool. Bei der Bärt finde ich für den Kunden die beste Grundlage ist das Bartshampoo. Hm. Weil wenn es der Haut unten gut geht, geht es auch am Barthaar gut. Auf welche deiner Maschinen könntest du nicht verzichten? Ja, also wir haben Wall hier. Da sind wir voll angefressen und ich hatte sie alle. Ich bin endlich wieder zurückgekommen zum Einfachen und ich bin wieder Senior geblieben, Wall Senior. Genau, ich finde, sie macht auch sehr einen schönen Schnitt. Wie lange wartet man auf einen Termin bei dir? Hey, jetzt nicht mehr lange. Vorher war es 3 bis 6 Wochen gewesen. Wow. Und jetzt sind wir wirklich gut aufgestellt, dass man auch einmal reinlaufen kann und du hast einmal einen Termin. Was kostet bei dir ein Haarschnitt? 55 Franken. Was kostet bei dir ein Bartservice? Der ist schon zwischen 35 und 45 Franken. Warum lohnt sich ein Besuch bei dir? Also ganz sicher, du wirst beraten. Du kriegst, was du willst. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Aber du wirst gleichzeitig auch noch beraten. Und der Haarschnitt und der Bart, das Zeug, das wächst nachher schön aus. Also du hast deinen Haarschnitt 6 bis 8 Wochen lang. Das bleibt in der Form. Und auch noch, ich will meinen Kunden immer kennenlernen. Und eben auch, ich bin ein Dienstleister. Ich will das Beste aus dir rausholen, dass du nachher... Was ich auch immer den Kunden sage, ist, hey, Haar müssen einfach Spass machen. Wenn du noch mal rumkämpfen mit deinem Wirbel, weil du die Frisur so willst, wie sie schon immer gehabt hast, oder das Sidepart dann völlig falscher Ort ist, dann macht es keinen Spass. Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist? Ah, ich bin kein Sprüchli-Typ und kein Zitate-Typ. Bei mir gibt es einfach 2 Sachen, ganz oder gar nicht. Genau. Und eben auch das, was ich vorhin gesagt habe, Haare müssen Spass machen. Muss einfach Spass machen.